Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Linux, die Hardware-Parameter im PROC-PROC-Verzeichnis. Wir benötigen, um bestimmte Hardware anzusprechen, Einstellungen, die sowohl auf der Hardware-Seite vorgenommen sein müssen, als auch dem Betriebssystem bekannt sein müssen. Um festzustellen, welche dieser Parameter Linux welche Hardware zuweist, bietet uns das PROC-Verzeichnis mehrere Dateien, die diese Informationen beinhalten. Nochmal zur Erinnerung, es handelt sich hierbei nicht um reale Dateien, sondern um Schnittstellen zum Kernel. Es sind also keine statischen Informationen, sondern die gegenwärtigen Informationen des Kernels, welche Parameter von welcher Hardware benutzt werden. Diese Dateien sind hervorragende Diagnosewerkzeuge, die bei der Fehlersuche meist gute Dienste leisten. Ihr Inhalt ist mit Programmen wie CAT oder LESS einsehbar. Für die Hardware-Parameter spielen folgende Dateien im PROC-Verzeichnis eine Rolle. Momentan bin ich schon im Verzeichnis PROC. Zur ersten Schnittstelle, einsehbar mit CAT, Enter. Interrupts zeigt eine Liste der im Augenblick benötigten IRQ-Kanäle an, zusammen mit der Information, wer diese IRQs benutzt, wem sie zugewiesen sind und wie oft die jeweiligen IRQs schon ausgelöst wurden. Dann die Schnittstelle IO-Ports zeigt eine Liste der IO-Adressen an, die gegenwärtig in Benutzung sind und die Informationen, wem sie zugeordnet sind. Die Adressen werden als Adressbereich angegeben, der zeigt, wie breit der Zugriff auf eine solche Adresse ist. Und noch die Schnittstelle DMA, CAT-DMA, so einsehbar. Hier finden wir die Angabe der benutzten DMA-Kanäle zusammen mit der Information, wer sie benutzt. Und am Ende noch die Schnittstelle IOMEM. Hier werden uns die Speicherbereiche der verschiedenen Speicherarten angezeigt. Dazu zählen neben dem normalen Arbeitsspeicher, RAM, auch die Bereiche Bildschirmspeicher der Grafikkarte, VideoRAM und die jeweiligen ROMs der Hauptplatine, System-ROM und der Erweiterungskarten, zum Beispiel VideoROM, sowie der Speicher des PCI-Systems, in dem die Businformationen abgelegt sind. Diese Angaben sind als Adressbereiche, Startadresse bis Endadresse angegeben. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!